Andreas Temme, ein Mordverdächtiger bei einer Tatortbegehung in Kassel im Juni 2006. Der damalige Verfassungsschützer gerät kurz nach dem 9. Mord der rechtsextremen Terrorgruppierung NSU ins Visier der Ermittler. Der Vorwurf, er soll an der Tötung eines jungen Türken beteiligt gewesen sein. Am 6. April 2006 wird der 21-jährige Halit Yozgat in dem Internetcafé seines Vaters in Kassel getötet. Die mutmaßlichen Täter sind Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Auch Verfassungsschützer Temme ist am Tatort. Eine Tatbeteiligung bestreitet er allerdings und betont immer wieder, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Fest steht, Andreas Temme lockt sich um 16.50 Uhr im Internetcafé ein. Um 17.01 Uhr beendet er seine Sitzung. Genau zu dem Zeitpunkt, als Yozgat mit zwei Kopfschüssen getötet wird. Die Leiche liegt direkt hinter dem Tresen. Mehrmals läuft Temme daran vorbei, legt sogar Geld auf den Tresen, wie die Videorekonstruktion belegt. Doch dass er die Leiche gesehen hat, bestreitet er. Die Behörden ermitteln im Bereich der organisierten Kriminalität. Was genau wusste der Verfassungsschutz? Nach der Tat wurde Temme abgehört. In einem rät ein Geheimschutzbeauftragter Temme Folgendes. Ich sag ja jedem, wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, bitte nicht vorbeifahren. Wenn es tatsächlich so ist, dann steht natürlich im Raum, ob nicht der damalige Verfassungsschützer doch dienstlich am Tatort war. Dann steht zum Weiteren im Raum, ob er möglicherweise, und das wäre natürlich ein ziemlicher Hammer, das muss man einfach sagen, vor der Tat schon wusste, dass dort etwas geschehen solle. Welchen Sprengstoff birgt denn das, was wir gerade gesehen und gehört haben, für den hessischen Verfassungsschutz? Ganz erheblichen, das Auffinden dieser bisher übersehenen oder vielleicht auch verschwiegenen Sätze aus dem Protokoll, das die Polizei beim Abhören des damals Tatverdächtigen, Mitverdächtigen Verfassungsschützers Andreas Temme angelegt hat, die sind ein absoluter Paukenschlag, zumal auch das hessische Innenministerium heute keine entlastende oder bezeugende Begründung für diesen Dialog gegeben hat. Es hat sich ja gar nicht geäußert und im Licht dieser Fragestellung muss man sich nun Auseinandersetzungen mit Fragen, wie, was wusste Temme vorher? Wusste er konkret, dass es einen Mord geben würde? Wenn man sich das überlegt, dass er vielleicht vorab davon wusste und diese Frage weiterdenkt, hat der Verfassungsschutz tatenlos beim Morden zugesehen? Die Rekonstruktion der Stunde vor dem Mord wirft Fragen auf. 16 Uhr. Temme befindet sich an seinem Arbeitsplatz, der Kasseler Außenstelle des hessischen Verfassungsschutzes. 16.10 Uhr. Benjamin Gärtner, der V-Mann Temmes aus der Nazi-Szene, ruft in der Außenstelle an. Das Gespräch dauert über 11 Minuten. 16.43 Uhr. Temme stempelt aus und fährt zum Internetcafé Halit Yozgats. 16.50 Uhr. Temme lockt sich als Wildman 70 auf einer Single-Börse ein. 17.01 Uhr. Ein Zeuge hört Schüsse. 17.41 Uhr. Temme lockt sich aus und verlässt das Café. 17.03 Uhr. Kurze Zeit später entdeckt ein Kunde gemeinsam mit dem Vater des Opfers die Leiche. Und während sich andere Zeugen an dumpfe Geräusche und Schüsse klar erinnern, will der hessische Beamte von all dem nichts mitbekommen haben. Und auch die Mordserie sei ihm entgangen. Als er 2013 vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages aussagen muss, erklärt der Beamte, er habe die Mordserie nicht einmal wahrgenommen. Mehr noch, sie sei ihm nicht bekannt gewesen. Dazu belegt dieses interne Dokument der Vorgesetzten des Andreas Temme, dass der hessische Verfassungsschutz sehr wohl mit der Mordserie befasst war. Dieses Schriftstück wurde zwei Wochen vor dem Kasseler NSU-Mord verschickt. Ich finde es skandalös, dass Andreas Temme vor dem Untersuchungsausschuss und im Prozess auf so dreiste Art und Weise lügen kann, er habe von der Mordserie nichts gewusst. Dieses Dokument, das er zwei Wochen vor dem Mord erhalten hat, spricht dagegen. Die Kasseler Polizei, die den Mord aufklären sollte, fand nur durch die Überprüfung der Chatprotokolle heraus, dass Temme zum Mordzeitpunkt am Tatort war. Denn der Beamte hatte sich nicht als Zeuge gemeldet. Weitere Ermittlungen beim Verfassungsschutz verhinderte dann das hessische Innenministerium. Das Einzige, was
bei unseren Ermittlungen, bei früheren Ermittlungen und in der Hauptverhandlung festgestellt werden konnte, ist der Umstand, dass er sich zur Tatzeit am Tatort aufhält. Im Übrigen gibt es keinerlei Hinweise auf eine Verstrickung des Zeugen Temme oder auf sonstige Bezüge zum NSU. Ein V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes an einem NSU-Tatort. Für die Hinterbliebenen der Opfer sieht es so aus wie ein Mord unter den Augen des Gesetzes. Und bis heute dürfen weitere V-Leute Temmes nicht vernommen werden.